Frau Heyen, Sie haben das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, an den Schulen in Hamburg laufen im Moment drei Riesenprojekte. Das eine ist Schulbau Hamburg, das zweite ist die Inklusion und das dritte ist die Umsetzung der nachmittäglichen Bildung und Betreuung GBS. Und alle drei Projekte laufen nicht befriedigend. Es ist schon darauf hingewiesen worden, Kantinenbau, qualitativer Ausbau, Schulbau haben wir jede Menge Probleme, Inklusion haben wir gestern drüber gesprochen. Es ist keine zwei Jahre her, da haben GAL, CDU und SPD einen Schulfrieden abgeschlossen und seither hagelt es einen Änderungsantrag nach dem anderen zum bestehenden Schulgesetz. Und jetzt hat die FDP einen Änderungsantrag gestellt. Sie möchte den Paragraph 13 des Schulgesetzes ändern. Und dieser Paragraph 13 ist überschrieben mit Ganztagsschulen. Dabei muss man sagen, dass in Hamburg die Ganztagsschulen, die gebundenen Ganztagsschulen, die Ausnahme sind. Bei den Stadtteilschulen sind 26% aller Schulen gebundene Ganztagsschulen. Alle anderen sind entweder offene oder es sind ohne Nachmittagsangebot oder sie haben GBS. Aber Ganztagsschulen haben wir bei den Stadtteilschulen gerade mal 26%. Und im Sommer 2013 werden von 204 Grundschulen 197 wird immer gesagt, als Ganztagsschulen fungieren. Das ist nicht richtig, weil nur 12% der Grundschulen werden dann gebundene Ganztagsschulen sein. Das andere wird auch wieder, 197 davon werden dann halt in der Mehrzahl. Über 150 werden freiwillige Angebote sein für den Nachmittag, sprich GBS. So, und das Recht auf Halbtagsschulbesuch ist dadurch in keinster Weise angegriffen, weil wir haben ja die Zahlen, dass im Moment so im Durchschnitt 45% aller Eltern haben an diesen Schulen, wo GBS angeboten wird, ihre Kinder angemeldet für 2-3 Nachmittage an Angeboten teilzunehmen. Das ist freiwillig, die anderen nicht. An einigen Schulen sind es 10%, an anderen sind es 76%. Also die Eltern müssen ihre Kinder nicht in ein Nachmittagsangebot geben. Die FDP sieht mit ihrem Antrag, verweist sie darauf, dass der Elternwille in Gefahr ist, weil es kein Recht auf Halbtagsbeschulung gibt. Und sie berufen sich auf den Paragraph 6 Absatz 2 des Grundgesetzes. Ich möchte mal vorlesen, was da drin steht. Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Wohlgemerkt, es ist die Rede von Pflege und Erziehung und nicht von Bildung. Und in Ihrer Fraktion sind Anwälte. Und was Sie hier machen, da kann ich Frau von Berg nur unterstützen, Sie versuchen uns wirklich auf die falsche Fährte zu locken, weil dieser Artikel aus dem Grundgesetz steht in ganz klarem Zusammenhang mit Artikel 7.1, der sagt, das gesamte Schulwesen steht unter Aufsicht des Staates und da ist die Schulpflicht belegt. Und diese Schulpflicht ist nicht im Grundgesetz ausdrücklich, sondern sie ist Länderhoheit. Und das Bundesverfassungsgericht hat dazu deutlich gesagt, dass diese Regelung einzig und allein den Eltern das Recht einräumt, den Besuch des Religionsunterrichts so zu klären, wie sie es gerne möchten. Aber diese Regelung schützt im Umkehrschluss die freie Verfügung der Eltern über den Schulbesuch ihrer Kinder nicht vor landesrechtlichen Eingriffen. Die Schulpflicht bezieht sich auf die Schulanmeldepflicht, auf die Schulwahl, auf die Teilnahmepflicht. Und bei Ganztagsschulen gilt das auch für den Nachmittagsunterricht, dass es verpflichtend ist, aber nur für die Ganztagsschulen. In Hamburg haben wir nur einen ganz kleinen Anteil an Ganztagsschulen. Und in Ihrem FDP-Antrag steht jetzt drin, dass Sie, um einen Halbtagsschulbesuch sicherzustellen, wollen Sie es regional ausgewogen haben. Können Sie uns bitte mal erklären, was das bedeutet? Heißt das in jedem Schulkreis? Heißt das in jedem Bezirk? Oder was bedeutet das eigentlich? Und dann geht es weiter, das ist ja noch viel schlimmer, in zumutbarer Entfernung vom Wohnort. Was heißt das denn? Sind das 5 Kilometer? Sind es 10 Kilometer? So, das heißt, das sind doch Formulierungen, das sind reine Gummibandformulierungen und ich weiß nicht, wer sich über diese Gummibandformulierung freut. Das sind die Anwälte. Wir müssen das doch einfach mal, genau, wir müssen das mal zu Ende denken. Ich bin gleich fertig. Mein letzten Satz. Wenn wir das zu Ende denken, heißt das, dass wenn immer mehr Eltern... Frau Heyen, ich schließe jetzt mal, Sie gestatten keine Zwischenfrage des Abgeordneten Heinemann, aber falls Sie nicht gesehen haben sollten, ich möchte den Gedanken zu Ende bringen. Okay. Ich kann nachher nochmal reingehen. So, das Problem ist, wenn wir das jetzt zu Ende denken und immer mehr Eltern sich für einen Ganztagsschulbesuch aussprechen,
Denn werden wir irgendwann nicht mehr in der Lage sein, regional ausgewogen in Wohnortnähe etwas anzubieten? Und bei der Diskussion beim Seppel ist ganz klar gesagt worden, wenn Schulen nicht ausreichend angewählt werden, dann werden sie geschlossen. Insofern möchte ich an die SPD ganz stark appellieren, § 13.3 des Schulgesetzes reicht. Und ich finde, genau wie Frau von Berg, Sie müssen wirklich keine Angst von Herrn Scheuerl haben.